2 Minuten. Na gut, 3. Warte, ich will doch, dass es richtig voll aussieht. Es soll schön sein und... Was denn? Was ist denn? Run to You was a song that Clive Davis, President of Arista. Run to You wurde mir vom Chef meiner Plattenfirma, Clive Davis, vorgestellt. Er sagte, Whitney, ich weiß nicht, ob du damit in deinem Film etwas anfangen kannst, aber es ist ein wunderschöner Song, in den ich mich auch gleich verliebt habe. Dann ist da noch ein Remake von Chaka Khans I'm Every Woman, das auch genau zum Film passt. Dann noch ein Gospel-Song, er heißt Jesus Loves Me, ein sehr alter, traditioneller Gospel-Song, den ich in dem Film zusammen mit meiner Schwester singe. Jesus loves me, oh yes he does. Jesus loves me, oh yes he does. Jesus loves me. Oh, yes, he does. For the Bible tells me so. Hey, Kleiner. Kevin Costner ist nicht nur Partner von Whitney Houston, sondern auch Produzent. Wie viel Einfluss nimmt er? Ich habe natürlich totalen Einfluss auf den Film, aber ich habe mich nur dort eingemischt, wo ich auch benötigt wurde. Ich meine, ich hätte zu allem und jedem etwas sagen können, weil ich auch weiß, wie man Filme macht. Aber bei Bodyguard habe ich mich viel um Whitney gekümmert und darum, dass der Regisseur die bestmöglichen Arbeitsbedingungen hat. Mehr Drehtage, mehr Zeit für Einzelheiten. Und nachdem alles abgedreht war, habe ich beim Schnitt auch dafür gesorgt, dass alle Teile des Films bestmöglich zusammenkommen. You know, I wish you guys would relax a little bit. Nothing bad's gonna happen out there. All right? Willkommen bei der 67. Oscar-Verleihung, die wir hier aufgebaut haben. Das Ganze spielt in der näheren Zukunft und Rachel Maron, der Star unseres Filmes, soll hier den Oscar für die beste Schauspielerin erhalten. Das ist genauso glamourös, wie ich es aus dem wirklichen Leben kenne. Es fasziniert mich, wenn man versucht, die Realität zu kopieren. Und das hier kommt dem Ganzen sehr nahe. Ich finde, der Film zeigt sehr eindrucksvoll das Leben eines Superstars. Vielleicht lauert ein Attentäter irgendwo unter den vielen Menschen. Das ist eine richtige Hitchcock-Szene. Es könnte auf einem der Balkone sein oder unter dem Hallendach. Im Film gehe ich auf die Bühne und jemand versucht, mich zu töten. Ein komisches Gefühl. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal auf so eine Bühne gehe, werde ich schon ein bisschen misstrauisch sein. Wer ist da draußen? Ich denke, dieser Film zeigt die Bodyguards endlich einmal. Ich glaube, keiner ahnt, was für ein Leben sie führen. Ich sehe meine Leibwächter und bin immer überrascht, wie sehr sie ihr Leben auf mich und auf meinen Job ausrichten. Auf nur eine Person. Das ist schwer. Es ist manchmal schon schwer für mich, nur auf mich zu achten. Ich finde es wirklich faszinierend, wie sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Manchmal will man einfach nur weglaufen. Man weiß, dass man den Schutz braucht. Es ist einfach nötig. Aber manchmal als menschliches Wesen möchte man nur ausbrechen. Man will sozusagen frische Luft, ob jetzt in einem Haus oder unter freiem Himmel. Mir ist es schon oft so gegangen. Ich habe mich dann einfach davon gestohlen. Ich bin nicht ihre Mutter, ihre Schwester, ihr Bruder. Ich bin nicht verwandt mit ihnen. Sie werden bezahlt, den Job zu machen. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich mich mit den Leuten, die mich beschützen, befreunde. Natürlich nicht so weit, dass man sich privat kennt, man sich anruft oder zusammen ausgeht. Nur so, dass ich will, dass die, die mich beschützen, mich auch mögen. Wenn man mich nicht mag, wenn man denkt, ich bin eine dumme Kuh, beschützt man mich vielleicht nicht so gut. The music.
music, kind of, I should say the titles of these songs were already in the movie. Like I Have Nothing is one of the Die Musik, die einzelnen Stücke waren schon als Filmsongs vorgesehen, wie I Have Nothing, einem der Stücke auf dem Soundtrack, was ein wichtiger Song für den Film ist. Er führt zu den Rollen im Film. Sie hat alles, er hat nichts. She has everything, I have nothing. Der Song ist eine Art Widerspruch. Ich singe I Have Nothing, obwohl ich alles habe. Da wird mein Killer richtig sauer, er sagt sich. Diese Frau singt, dass sie nichts hätte. Dabei bin ich es, der nichts hat. Da ist noch ein Song, der heißt Queen of the Night. Ich habe mir gedacht, wer könnte einen Song über die Königin der Nacht schreiben? Ich meine schon, allein der Titel ist seltsam. Wie kann ein guter Song nur Queen of the Night heißen? What a title. I mean, how do you come up with a good song for Queen of the Night? Well, you know, after I became involved in the movie, you know. Ich habe also gespielt, habe mich mit dem Film auseinandergesetzt und jede Szene gesehen. Die Musik war so ausgewählt, wie mein normaler Sound auch ist. Ich habe versucht, die Songs mit den Szenen zu verbinden. I Have Nothing wurde von David Foster und seiner Frau Linda geschrieben. Und es ist der perfekte Song für den Film. Ich bewundere sie dafür. Ich sagte zu ihnen, ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt, aber es ist ein großartiger Song. Queen of the Night ist ein rasantes, Rock'n'Roll-inspiriertes Stück. Ich singe es während dieser Nachtclub-Szenen. Alles ist aufregend und die Leute schreien immer wieder meinen Namen. Ich habe dann entschieden, das Stück zusammen mit L.A. Reid und Babyface zu spielen und die Gitarre und den Rock noch zu verstärken. So haben wir die Queen of the Night Nummer eingespielt. I Always Love You war auf einer Liste, die mir zu Beginn der Dreharbeiten gegeben worden ist. Ursprünglich sollte der eigentliche Song des Films What Becomes the Broken Hearted werden. Der wurde aber schon bei Grüne Tomaten eingesetzt. Den Song konnten wir also nicht nehmen. Und wir machten uns auf die Suche nach einem neuen, nach dem Song für den Film. So we couldn't do that, so we went on another mission for searching, you know, searching for that song. Wir sind alle Lieder noch einmal durchgegangen und sind auf I Always Love You gestoßen. Kevin Costner sagte immer wieder, das ist er, das ist der perfekte Song. Ich habe mir den Song immer wieder angehört und dann festgestellt, dass er recht hat. Das Einzige, was ich bei diesem Song machen wollte, war, dass ich ihn live einspielen wollte. Ich wollte nicht, dass er lippensynchron nachgespielt wird oder im Playback. Ich wollte ihn live aufführen. Ich wollte, dass alle die Gefühle dieses Songs hautnah erleben. Und nicht nur im Film Bodyguard singt sie diesen Titel live. Der Grammy 1994 war ihr sicher mit diesem Erfolgshit. I would own leave me in your way so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way and I you
Kevin Costner sagte einmal, das Filmgeschäft ist genauso, als würde man dabei zusehen, wie Farbe auf einem Gemälde trocknet. Verewigte Farbe auf einer Rolle Zelluloid. Bodyguard.